So, willkommen zurück zu einem neuen Part zu der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde. Wenn es euch gefällt, hinterlasst doch eine Bewertung und wenn ihr mehr sehen wollt von diesen epischen Schlachten, dann hinterlasst doch ein Abo. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Beim letzten Mal haben wir West Emnet befreit und ziemlich lange dafür gebraucht. Heute kümmern wir uns erstmal um die Gemeinschaft. Kann ich gar nicht. Ich kann nur. Oder? Ja, hier kann ich nichts machen. Hier auch nichts. Ich kann gerade nur mit dem hier etwas erledigen. Und wir gehen jetzt nach Ost-Emnet für mehr Kommandopunkte. Und da sind wir gleich auch im Areal von der Gemeinschaft. Und ja. Wie letztes Mal schon erwähnt, keine Musik vom Spiel bezüglich Copyright. Ost-Emnet. Problem. In diesem Hügelland führen die Menschen Rohans ein Leben als Nomaden. Wenn es gilt, ihre Heimat zu verteidigen, kämpfen sie bis zum Tod. Die sollen sich doch einfach uns anschließen. Besiegt alle Truppen Isengards! Okay, das ist gut. Das ist sehr gut. Kaufe 3. Das habe ich. Steige mit Eomer ein Level auf. Vernichte alle Waagreiter in diesem Gebiet. Eomer. Speer. Hier, erstmal Rohstoffe. Haltet eure Bögen, ihr seid hier zu Hause. Eomer, du reitest mit deinen Reitern eine kleine Runde. Wir müssen unser Land verteidigen. Und zwar, ihr geht mal da hoch. Das Gehöft ist fertig. Solange ihr hier das ganze Land verteidigt, ist gut. So. Nun. Verteidigt dieses Land! Wir sind mal hier ein bisschen am Spähen und schauen, was uns hier erwartet. Wie zum Beispiel, dass hier Truppen sind mit Rüstungen. Sehr angriffslustige. Okay. Das hätte ich jetzt noch nicht so erwartet, dass die direkt so rein preschen. Werft sie alle nieder! Zum Glück habe ich mir in der letzten Runde etwas Zeit genommen, um meine Truppen zu verstärken. Ja. Uff. Warum ist ein kleiner Trupp so übermäßig stark? Oh, das sind Stufe 2 Lanzenträger. Eigentlich ist es nicht gut. Nein! Verdammt! Sammelt euch irgendwo hier, damit ich euch heilen kann. Und überreitet sie! So. Und nun. Das läuft gerade nicht so, wie ich gedacht habe. Wie es ablaufen hätte sollen tun. Oh. Aber. Besser gelaufen als gedacht. Nun. Stallungen. Und hier hinten. Die Rüstkammer wäre praktisch, aber vorerst das daher. Wir müssen unser Land verteidigen. Ihr geht ganz kurz mal hier hin. Wir reiten nach Hause. Und danach wieder hier zurück zum Gehöft. Weil das ist sicher so ein Mittelpunkt, den die Feinde gerne haben wollen. So, ich habe hier wieder mal etwas zu trinken dabei. Hier hinten vermutlich was, oder was könnte da sein? Stallungen und Bogenplatz. Sehr gut. Ihr seid wieder genügend geheilt. Hier wird dann die Rüstkammer entstehen. Da sind sie. Was sollen wir tun? Bauen wir da noch das da. Macht euch kampfbereit! Sind es. Also ich glaube, sobald ich alle Truppen mit Rüstungen von Gegnern vernichtet habe,
sind dann wieder nur Gegner hier ohne Rüstung, weil sie als erstes noch aufbauen müssen. Geht mal hier hin. Komm schon, Elbenwald. Und zwar schön hier hin. Ich glaube, dort ist der Feind bereit. Ja. Greift an für den Ruhm Rohans. Wo sind denn die Waagreiter? Sie greifen an. Wo hat es Waagreiter? Die muss ich noch finden. So, komm schon. Heilung bitte. Seid ihr fertig? Ja, ihr seid fertig. Kann ich? Oh ja, ich kann mehr Gruppen hervorrufen. Generieren. Rekrutieren. Meine Armee muss wachsen. Oh, hierin. Oh ja. Da sind noch mehr. Angriff! Ja, dieser Angriff ist besser, wenn es einen Helden trifft. Sie sind hier. Oh Gott, nee. Sie haben angegriffen. Oh. Ja. Bisschen Rohstoffe. Unsere Gruppen werden angegriffen. Also, für das ist halt er schon praktisch, die Fähigkeit von Eomer, da diese hier. Das habe ich, glaube ich, schon mal in der letzten Folge, in der zweiten oder dritten Folge gesagt. Dass das halt wirklich eine sehr praktische Fähigkeit ist. Bleibt wachsam! Für die Rittermark! Für die Rittermark! Nein, nicht frontal auf sie zu. So, von... Gott, die sind zu stark. Rückzug. Warum sind die so stark? Eieiei. Bleibt gleich hier. Bleibt hier. Zurück zur Festung. Und hier Rüstkammer. Sammelt euch, Jäger. Und Attacke. Auf sie mit Gebrüll. Und zwar mit lautem Gebrüll. Okay, das war ein trauriges Gebrüll von meinen Verbündeten. Was kann man? Pferdestellen, Stallungen. Gut, das hier ist momentan noch sicher. Ich brauche einfach meine ganzen Truppen wieder. Das ist der 1,15. Multiplikator. Sehr gut. Da bekomme ich mehr Rohstoffe. Zwar nicht so viel. 1% mehr. Also 0,1% mehr. Aber immerhin. Besser als gar nichts. Würde ich persönlich sagen. Ja, es ist wirklich so. Ich sollte dem Feind nicht genug Zeit lassen. Hey. Oh, Herim. Lasst keinen am Leben. Warum müsst ihr immer meine Sachen kaputt machen wollen, hä? Sammelt euch, Jäger. Das ist nicht gut. Rohan darf nicht untergehen. Eomer, dich. Du gehörst auch dazu. Zu der stolzen Truppe da. Sie greifen an. Rüstungen sind halt schon besser. Es ist schwierig. Schwerter. Ich glaube, Rohan dort ist der Feind. Nicht untergehen. Rohan darf nicht untergehen. Jetzt habe ich hier nur noch einen von den starken Truppen. Und eine schwache Truppe. Hätte besser laufen können mit meinen super Trüppchen vom letzten Level. Wie weit kann ich hier? Also es wäre natürlich schon praktisch, irgendwelches Gold zu finden, Rohstoffe. Was ist das? So sind die Schatztruhen. So etwas wäre praktisch. Okay.
Hier ist nichts. Das könnte ich bauen, hätte ich 5000 Rohstoffe. Aber ich glaube nicht, dass ich das auf einem Schlag besitze. So. Zwar ein bisschen verschwendet gewesen, aber... besser als nichts, würde ich mal sagen wieder. Einmal. Kommt her. Kommt her. Oh Gott, das sind zu viele. Zu viele. Rückzug. Hier wieder ein bisschen grün Zeug, dass ihr mehr Rüstung haben würdet. Verteidigt dieses Land. Und dann hier auch noch Rüstung erlernen. Oh Gott, was ist das wieder für eine Riesensache hier? Immerhin bekomme ich jetzt nicht mehr nur 5, sondern 6 Rohstoffe pro Totenkopf da. Hallo? Wie hinterhältig seid ihr hier? Die schwere Rüstung du tötest den da. Und die hier. Gut, wir haben es geschafft. Ich glaube, ich mache eher hier das Ganze statt hier oben. So, hier ein Heilbrunnen. Wie viel kostet du? 300, das ist gut. Und das da hier. Wir müssen unser Land verteidigen. Seid einfach schon wieder fast tot. Oh. Geht hier hin. Dann baue ich hier... scheiße. Baue nichts. Weil ich nichts habe. Um zu bauen. Schaut euch um mich, meine Freunde. Da noch ein paar Pferdis. Werft sie alle nieder. Wir werden angegriffen. So, ein bisschen Rückzug, Rückzug, Rückzug. Noch ein bisschen. Und Angriff. So, jetzt habe ich auch nochmal normale Fußsoldaten. Zwar Betonung auf eben normale. Aber hey. Die erfüllen ihren Zweck, denke ich mal. Haltet die Augen offen. Ja. Und du auch. Mann, warum sind das so viele immer? Mann! Warum nehmt ihr die ganzen Ressourcen? Menschen der Rittermark! So, heilen. Rohan darf nicht untergehen. Bisschen Retour gehen. Die kommen hier hin. Kommt, Leute! Wir müssen kämpfen! Nimm das! Und, Eomer, reite los! Die Schlacht wartet. Holt eure Waffen. Super. Der Feind ist unter uns, Männer. Schaut euch um mich, meine Freunde. Da. Ich hab die. Rohirrim. Sehr gut, da sind Waagreiter. Ich trage das Banner Rohans. Kommt, Leute. Geht hier hin. Kämpfen. Hier, hier. Auch wieder Waffen. Uiuiui. Ui, ui. Ich kann da nicht zusehen. Lieber mal kurz hier. Sie greifen an. Stufe 2. Das auch. Gut. Es könnten Orks in der Nähe. Seid ihr alle geheilt? Ja. Haltet sie von uns fern. Werft sie alle Eomer, nicht sterben. Bitte. Vernichtet sie. So. Nun. Also. Was könnte man da sonst noch gerade machen? Ehrlich, ich sehe da nichts mehr los. Ich verzweifle wieder nur an diesen ganzen Puppen hier. Werft sie alle nieder! Lasst uns Orks jagen! Schaut euch um mich, meine Freunde! Da hat jemand ein bisschen überlebt. Unerwartet. Aber hey, das ist doch gut. Soll ich den bauen? Es hat
Oh ja. Ach komm, zwei von denen statt ein Bogenschützen. Ich freue mich schon, weiter zu kommen. Also, ich mag es, solche offenen Schlachten, aber ich habe es fast lieber zu verteidigen, so eine Festung zur Verteidigung. Deshalb, ich freue mich auf Helm's Klamm. Klar, es ist nicht so offen wie als Schlacht um Mittelerde 2, aber es ist trotzdem toll. Ich muss sagen, ich mag das trotzdem ziemlich sehr. Habe ich eigentlich hier Wahrheit im Gebiet? Habe ich nicht alle? Noch nicht. So. Ich habe nur gut gehört. Ah, ich kann das hier holen. Holt eure Waffen! Holt eure Waffen! Hier hin. Ja. Die haben sich hier was aufgebaut, was mir nicht passt. Gefällt mir gerade gar nicht. Schnell. Ja. Reitet ihn fort. Ihr Angriff auf das. Haltet die Augen offen. Schnell hierhin. Hierhin. Haltet die Augen offen. 300. Ich habe so wenig Rohstoffe wie den Rest. So, und ihr könnt nun hier angreifen. Nein, wir kommen. Ist alles da, was ich habe? Oh. Schnell. Heilen. So, ja. Klar, die Fußsoldaten sind nicht so schnell, aber. Aber ich bin froh, dass ich sie habe. Hab's irgendwelche Speerträger gerade? Nein. Schnell einfach darüber rennen. Ohne Gnade. Denn das ist nichts, was wir kennen. Gnade kann sich hier niemand wünschen zu erfahren. Warum hat jetzt hier plötzlich Speerträger? Von wo kommen die her? Eieiei. Schrecklich. Das ist Folter. Diese Speerträger sind Folter. So, und hier sammeln. 400 für ein bisschen Verteidigung. Das ist nicht so toll, was die hier machen. Einfach angreifen. Auch der Neuling hier. Schnell mal das hier über sprinten und wieder zurück. So ein bisschen, damit die hier etwas Feuerpfeile benutzen können. Schnell! Kommt schon, vernichtet das Ganze, was hier. Die sollen aufhören, über alles wieder zuzubauen. Ah! Mann, wie schrecklich. Der Feind, in Deckung, Männer! Holt
Hier schnell überreiten. Und schnell das da hier. Haltet sie von uns fern! Kommst du da hin? Oh nein. Nicht zurückfallen! Der Feind! Es ist einfach wirklich überraschend, wie aggressiv die ganzen Urukai sind. Klar, also ich spiele ja eher passiv gerade. Trotzdem. Gut. Niedergeworfen ist gut. Ihr reitet hier hin. Nein! Ihr holt euch das jetzt nicht wieder. Ah, gut. Brechen wir auf! Vernichtet sie! Reit sie zurück! Reiter Damar! Oh, diese Höllenhunde! Seid bereit, Bogenschützen! Pfeile! So. Haltet die Augen offen! Heilung! Ihr hier reitet dahin. Hoffentlich ist dann nichts Großes. Da. Die hier. Seid ihr. Habt ihr sie abgeschlachtet? Noch nicht ganz. Da sind noch ein paar. Gut. Bitte, das schafft ihr hoffentlich. Bitte, bitte, bitte erledigt sie. Ah, gut. Eomer, hierhin. Zack. Habt ihr es geschafft? Ja. Oh, wir haben alle Wahrgeiter besiegt. Es sind nur noch die, die sie selber... Mann, warum macht ihr nichts? Sie steht ja nur rum, hallo? Reitet sie nieder! So, ein paar Mal hin und her. Und da kommt dann die nächsten Armbrustschützen. So. Warum sind meine Truppen alle so schwach, obwohl sie das komplette Upgrade besitzen? Das komplette Upgrade, was für ein Deutsch. Obwohl sie komplett abgegradet sind. Durchbohrt sie mit euren Speeren! Angriff abbrechen! Gut, da hinüber. Lasst keinen entkommen! Macht euch kampfbereit! So. Wir müssen unser Land verteidigen! Ihr reitet hierhin. Außer natürlich die anderen, die laufen. Holt eure Waffen! Mögen sie hier verfaulen! Luther? Greif an. Und dann hier oben Heilung. Ich habe gar nicht mitbekommen, was passiert ist. Er sagt plötzlich, alles schief gegangen. Ja. Vernichtet alles, was sie lieben. Denn das werden sie auch mit euch tun. Wir müssen unser Land verteidigen. So, lasst uns Orks jagen. Ist es jetzt endlich hier fertig hier oben? Nein. Ich glaube nochmal was. Ich hoffe mal nicht. Aber es kann schon so sein. Reite kurz nach da oben. Einmal. Lasst uns angreifen, Menschen der Rittermark. Angriff. Holt eure Waffen. Hier wohin? Eine Festung und Angriff. Holt ihr eure Waffen. Attacke. Egal was kommt. Angriff. Zack. Zack. Und hier, sobald es geht, ist für 600 Stallungen. Die
Stangen sind schon wieder verbessert worden. Stufe 3. Gehöft. Komm schon. 600. Ja. Stufe 3 Stallung. Bautempo noch einmal erhöht. Das freut mich. Ihr könnt auch noch gerne angreifen, meine Lieben. Truppen. Nochmal heilen. Da kommen nochmal ein paar mehr Soldaten raus. Ja, so gefällt mir das. Das sind nur ein paar Axtträgerchen, die die armen Bäume schlachten. Sick! Und zwar diesmal ein bisschen erfolgreicher. Vergessen bleiben. Jahu! Man muss halt manchmal sich getrauen, direkt anzugreifen. Ich bin da manchmal noch ein bisschen zurückhaltend. Zu zurückhaltend, muss ich sagen. Und Eomer hat am meisten erledigt in dieser Mission? Nein. Es war das Rohirrim-Bataillon aus Ost-Emnet. Die Bogenschützen von West-Emnet haben wir noch behalten. Aber sonst, Rohirrim ist alles nur Ost. Die sind alles neu. Die sind leider keine Überlebenden von der von vorher. Leider. Die gefangenen Halblinge sind in großer Gefahr, denn unzählige Meilen trennen sie von ihren Freunden. Ihre einzige Hoffnung sind die Krieger Rohans. Oh. Das werde ich beim nächsten Mal machen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, hinterlasst doch eine Bewertung. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann hinterlasst doch ein Abo. Das würde mich freuen und ja, ihr würdet mich damit unterstützen. So, ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit den restlichen Videos. Haut rein, bis zum nächsten Mal.